Zurück und diesmal zu einem neuen Spiel. Wie ihr seht, spielen wir heute mal Windbound. So ein Survival-Spiel von Five Life Studios, glaube ich, müsste der Entwickler heißen. Ich habe mal kurz reingeschaut schon, also um sicher zu gehen, dass das Spiel auch kein totaler Mist ist. Bringt ja nichts, wenn ich es aufnehme und dann nach 5 Minuten sage, nee, so ein Dreck. Dann macht ja keinen Sinn. Aber es scheint Spaß zu machen. Und ich würde sagen, wir gucken uns das mal direkt an. Also fange ich gleich mal einen neuen Spielstand an und den alten löschen wir und dann geht's auch los. Ich spiele auf Story. Überleben könnten wir zwar auch spielen, ach, ich bin auch kein Fan von Spielen, wo alles weg ist, wenn man neu anfängt, und das könnte hier echt ärgerlich sein. Deswegen machen wir mal Story und dann müssen wir nicht alles von vorne machen, dann geht das auch schneller. Das Spiel soll ungefähr 40 Stunden gehen. Mal schauen, wie lange wir brauchen und ob es euch gefällt. Dann los geht's. So, das sei gleich mal angemerkt, es gibt nicht viel, ja, Sprachausgabe in diesem Spiel. Also, ist jetzt nicht so, als wenn man da groß Töne hätte, also ja, Töne schon, aber ihr wisst, was ich meine. Viel Quatsch gibt es nicht, hier gibt es ein bisschen was zu lesen und das war es dann in der Regel auch schon. Also, kann man so schön abends zwischendurch mal spielen, wenn man ein bisschen entspannen möchte. Erinnert mich ein bisschen an Zelda. Ich fand ja Zelda immer ganz toll. Also gibt es auch auf Nintendo Switch und ich glaube auf allen gängigen Plattformen gibt es das. Und ja, gucken wir mal, wie lange es motiviert, ob es motiviert und Spaß macht. Ich fand den Spieltest ganz interessant so. Es hat eigentlich Schiffchen zum Bauen, was man so quasi als mobile Basis nutzen kann. Und ja, ich denke, das könnte Spaß machen. Und wenn nicht, naja, dann kann man es auch noch sein lassen. So, am Anfang sind wir auf dieser Tutorial-Insel. Kapitel 1, die verlorenen Inseln. Ja, dann fangen wir mal gleich an, alles zu looten, was nicht nick- und nagelfest ist. Ah, dieses dicke, fertige Gras ist überraschend robust. Durch das Weben lernen wir den Wert einer geteilten Last. Aha, gut zu wissen, würde ich sagen, gut zu wissen. Der sagt uns jetzt, glaube ich, auch zu jedem Gegenstand, was wir machen, kommt denn irgendeine, ja, Meldung immer. Genau. Koji-Beere. Eine kleine, essbare Frucht wird am besten schnell nach dem Pflücken gegessen. Ist sie, um deine Ausdauer wiederherzustellen. Gut. Gut, das untere brauche ich doch nicht, weil das ist irgendwie mal was Unlogisches. Weiß ich. Ja. Sie reifen weiter. Oh Gott, toll. Ist ja logisch. Achso, die spawnen übrigens alle wieder nach. Also nach einer Weile spawnt das dann irgendwann wieder nach auf der Insel. Also man kann eine Insel jetzt nicht leer looten und dann gibt es hier nichts mehr. Das ist dann nicht so.
So ist es ja schon mal vorausgemerkt. So, Stein. Steine sind reichlich vorhanden und vielseitig einsetzbar. Ja, das, davon gehe ich aus. Nehmen wir mal eine Handvoll mit. Gucken wir mal, was man mit denen anfangen kann. Das weiß ich selber noch nicht so. Wie gesagt, ich habe noch mal kurz reingeguckt, um zu gucken, dass es kein totaler Reinfall ist. Und ja, viel habe ich aber nicht gemacht. Also, ich bin da jetzt hier nicht 5 Stunden rumgerannt und habe schon, weiß nicht, was erkundet. Wir haben doch eine, genau, eine Karte haben wir auch. Sehr schön. Ja. Gut. Achso, da hinten ist ja die. Ach, ja, ja, stimmt, stimmt. Jetzt sehe ich. Da hinten fängt ja die richtige Insel erst an. Also die richtig erste, obwohl ich nicht so viele Steine mit. Wir haben nämlich bloß ein begrenztes Inventar. Das heißt, es macht keinen Sinn, da jetzt 1000 Steine mitzuschleppen. Wir können wohl das Inventar noch erweitern mit Rucksäcken. Aber wie weit das jetzt geht, keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Gespielt wird übrigens in WQHD bei höchsten Einstellungen und 60 FPS. Ich könnte es auf 4K machen, aber das Problem ist, mit 4K habe ich auf, nicht auf YouTube, auf BitTube immer Probleme. Das heißt, die Videos stocken denn total und ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht kommt BitTube noch nicht so mit 4K klar. Ich habe das ein, zwei Mal versucht, ein Video hochzuladen mit 4K. Es klickliche Schalter, deswegen bleibe ich erstmal, bis das geht, bei WQHD. So, was können wir noch irgendwo? Ja, genau, genau, genau. Die Pilze können wir auch, essen, ja. Rostkappe, ein guter Snack. Ist ihnen, um eine kleine Menge Gesundheit wiederherzustellen und den Hunger ein wenig zu stillen. Sehr schön. Schwein! 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 Au! Du Arsch! Du, oh, du, warte, du, komm her. Wo kommst du her? Sag mal, bleibst du hier? Wildschwein braten. Ah, du sollst dich nicht wehren, du sollst sterben. Was? Brot zu essen. Sehr schön. So. Was haben wir denn hier Schönes? Knochen und Fleisch, wa? Und was ist Leder? Fangen wir mal Knochen an. Knochen, ein wenig makaber, aber Knochen sind ein leichtes Material mit einem guten Gleichgewicht aus Festigkeit und Haltbarkeit. Ah, okay. Dann haben wir noch kleines rohes Fleischstück. Ein kleines Stück rohes Fleisch kann roh verzehrt werden, um den Hunger zu stillen, aber die regenerative Wirkung ist nur vorübergehend. Also heiß braten. Tierhaut. Die unverarbeitete Haut eines Tieres mit ein wenig Arbeit wird sie zu einem brauchbaren Material. Gut. Das hätten wir uns zwar auch so denken können, aber für die ganz Doofen, die dieses Spiel spielen, ist es gut nochmal so. Oh, was bist du? Was bist du? Komm her, komm her, komm her. Komm her. Mit deinen, was auch immer du hast. Sah ja geil aus. Was stärkt? Ja, ja, machen wir gleich herstellen. So, was haben wir hier? Federn? Heißt nicht Blin? Blien? Blin? Blink? Blinkfeder. Ja, nehmen wir es mal Blink. Blin. Blinkfeder. Diese weichen und leichten Federn sind perfekt dazu geeignet, durch die Luft zu segeln. Also ich habe nicht gesehen, dass der fliegen kann, aber glauben wir es jetzt mal. So, ja, wir können ja jetzt ein Seil aus Gras. Okay, das ist wieder interessant. Werkzeug, um Dinge auszukommen, können wir noch nicht. Da fehlt uns ein Donnerhorn. Oh, ich ahne, was ein Donnerhorn ist. Bestimmt irgendwas Größeres. Ich gönne mir übrigens nebenbei einen Club Mate. Nicht, dass ich wundere, was ihr für Geräusche im Hintergrund hört. Das ist ja Mate. Kaffee trinke ich nicht so. Vertrage ich nicht mehr so gut, deswegen muss ich warten, Mate trinken. Grasseil, ein Seil aus Gras. Ja, wunderbar. Gut, dass wir das geklärt hätten. Ne? Gut, dann machen wir gleich mal. Mann, wie komme ich denn? Achso. So, ich noch ein paar. Oh, das war's auch schon. Da gab es auch mehrere Baupläne. Das gucke ich mir gleich an. So. Ich denke mal, Gras werden wir des Öfteren brauchen. Dann noch ein paar Koji-Bären für die Energie. Oh, da ist ja noch was. Oh, was hat er denn da hinten? Ach nee, das war nur ein Stein. Stein ist das, was du am meisten auf dieser Insel oder auf den Inseln finden kannst. Tonnenweise. Mich hat's ja schon, ich habe das Spiel schon etwas länger übrigens. Ich habe schon seit, ach, keine Ahnung, seit es rauskam, überlegt, ob ich es denn aufnehme. Wollte aber eigentlich erst Ghost of Tsushima durchkriegen, aber das kann uns ja auch um nur Jahre handeln, bis das Spiel mal endlich durch ist. Dementsprechend. Joa, nimm das einfach mal auf.
Ach, und ich habe vergessen, eine Uhr zu stoppen, wie lange die Folge schon geht. Das habe ich jetzt, da habe ich jetzt. Aber so ungefähr 10 Minuten? Ne, ich habe keine Ahnung. Egal, ich mach's nach Gefühl. Und notfalls kann ich es ja immer noch zwischendrin cutten, wenn was ist. So. Dann geht die erste Folge ein klein wenig länger. Ich wollte ja meine 30 Minuten so einhalten. Aber wer weiß. Was haben wir denn da? Ah ja, okay. Wir haben ein Paddel. Sehr schön. Ruder der Ahnen, ein reich verziertes, mysteriöses Ruder. Es ist uralt, scheint aber in bestem Zustand zu sein. Gelegentlich zittert es in deinen Händen, als ob es lebendig wäre. Wäre Vertrauen genug, gäbe es keine Ruder. Der Spruch ist wie hohl. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich unser erstes Boot bauen. Ach hier. Fische, ja? Was für Fischchen? Verdammt, kann man den Fisch irgendwie... Oh! Küstensprout. Geht sogar. Hä? Warum nimmst du diesen... Ich glaube, ich schmeiß mal die Steine dafür raus. Weil die finden wir ja... Das ist meine... Ah, Rohrfisch. Eine enthäutete und ausgenommene Meerforelle. Bereit für das Feuer. Kann roh verzehrt werden, um den Hunger zu stillen, aber die Regen. Ah ja, gut, das haben wir ja schon. Neues Rezept. Du kriegst also, wenn du bestimmte Sachen neu tötest oder so, gibt es neue Rezepte. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Sag mal, bleibst du hier? Sag mal. Die blöde Bootruf hier, sag mal. Konnte doch nicht sein. So, nee, schon mal völlig falsch. Kann man rückwärts rudern? Ja, rückwärts kann man das Ding auch. So ein bisschen schon mal Zelda Raft und weiß nicht, wie heißt Stranded Deep oder so. Ein bisschen erinnert mich das an diese Spiele. Ein klein bisschen von allem, ne? Man kann halt bloß nicht tauchen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt so schlimm. An, ja. So, dann gucken wir mal. Hier noch ein bisschen dickes Gras. Und noch ein paar Seile herzustellen. Sehr schön. Gut, dann gucken wir mal, was haben wir denn hier oben? Ah! Ach, bist du da? Stell dich doch nicht so doof an. Ach so, die geht von ganz alleine hoch. Du musst nur rangehen. Ich dachte, du musst erst irgendwie ranspringen. Aber anscheinend brauche ich das hier nicht zu machen. Schön, dass mir das mal einer gesagt hat. Na gut, jetzt wissen wir es ja. So, was haben wir da schon wieder? So einen komischen. Eine Muschel. So, nautische Schlüssel 1 von 3. Eine mysteriöse Kraft geht von diesem wunderschön verzierten Gehäuse aus. Ein arkanes Relikt aus längst vergangener Zeit. Ja, eine genaue Betrachtung des Schlüssels gibt oft Ausschuss auf die Tür. Wieso können wir sie dann gucken? Nö, der ist ja auch noch so hier eingebaut. Nö. Nö.
Oh, wir kommen jetzt runter, ohne wieder die Beine zu brechen. Das ist ja mein Lieblingstalent. Jeder, der meine Ghost of Tsushima vorhin kennt, weiß. Ah! Genau. Weiß genau, dass das immer passiert, wenn ich das mache. Oh je, und schon habe ich die Hälfte der Energie weg. Sieht der eh schlecht Wetter auf oder ist es einfach nur so eine. Ach, das weiß sind wahrscheinlich diese Wolken, oder? Ich vermute es jetzt einfach mal. So, wir brauchen noch einen zweiten Schlüssel und einen dritten. Da ist noch eine Insel. Und da ist auch eine Insel. Nein, ich will da drücken. Du sollst darauf. Hm. Oh. Mein Fleisch wird schlecht. Hm. Gehen wir mal erstmal dahin, weil wir hier angefangen haben. Da hinten ist ja auch nichts mehr. Arbeiten wir uns mal systematisch vor, würde ich sagen, zu den Inseln. Ach Gott, das ist weiter wie ich. Oh, das dauert ja Ewigkeiten. Was ist das da hinten? Da ist da irgendwie. Seht ihr das ganz links da in der Ecke? Das sieht aus wie so ein. Weiß ich, wie so ein kleines Lagerfeuer. Ich weiß nicht. Also nicht brennendes Lagerfeuer, so gemerkt, von der Form her. Könnte aber auch ein Zelt sein oder ein Überlebensboot. So ein bisschen so ein kleines. Kennt ihr diese Dinger? Diese. Die haben bei Rettungsbooten halt. Diese. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich komme auf den Namen nicht. Das sind so eine Art Rettungsboote. So eine Art Luft. Mit so einem Dach drüber. So ein Schlauchboot quasi, ein rundes. Mit so einem. Ach Gott, ich komme auf den blöden Namen nicht gerade. Ich weiß, was es ist. Und ich weiß nicht, wie die heißen. Aber das ist. Ist ja auch wurscht, aber so sieht das halt aus. Was soll bestimmt ein Stein sein? Wahrscheinlich. Ach, blöder Scheißstein ist das. Das werde ich. Ich hab's ja sonst was gehalten. Naja. Hm, was passiert, wenn wir ins Gewitter fahren? Ich probier auch mal aus. Oh, nicht jetzt. Ich glaube, der so ein Riesenkraken. Wer weiß. Wer weiß. So. Was gibt's denn hier schön mit. Oh, Palmen. Boah. Hm, ja. Kann ich nicht. Hab ich da irgendwo gesehen? Hier. Nee, wo war das? Doch. Ah, ein Palmenbeutel. Ich brauche diesen. Warte mal. Warte mal, warte mal. Wenn ich irgendwas rausschmeiße jetzt. Ich muss mich erstmal an das blöde Inventar gewöhnen. Den Palmwedel nehme. Palmwedel. Ein breites, robustes Blatt, das sich hervorragend zum Weben eignet. Sehr schön. Okay, wir lese ich jetzt nicht extra vor. Das ist meistens eh irgendein Schmuh. Ich lese mal manchmal kurz durch, aber das ist jetzt nichts Besonderes. So, kann ich jetzt was herstellen? Mit? Ach, fünf Stück? Ach, fünf Stück brauche ich mir denn. Zwei, drei, vier und jetzt, oh, ich würde sagen, jetzt fehlt, jetzt ist keiner mehr hier. Fünf. So, und jetzt haben wir gleich einen Rucksack. Oder einen Beutel. Palmbeutel, ein einfacher Beutel aus gewebten Palmwedeln. Nichts Besonderes. Erweitert dein Inventar um 7 zusätzliche Plätze. Du kannst immer nur einen Beutel zugleich ausgerüstet haben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich bessere finden, die mehr Plätze haben und dann schmeißen wir den alten weg, so auf dem Motto. Was ist das? Abbauen. Ah, da brauchen wir einen Hammer. Irgendwas brauchen wir dafür. Hm. Okay. Das kann man nicht abbauen. Eine Palme geht wahrscheinlich auch nicht. Nee. Schade eigentlich. Du kannst ja auch kämpfen im Spiel. Vielleicht kriegen wir später auch noch ordentliche Waffen. Ich glaube, diesen Assassinen-Deutsch hier kommen wir nicht weit. Ja, ich packe nur schon mal Gras ein für unterwegs. Für schlechte Zeiten. Nein, also. Und ich müsste mal sowas wie ein Lager. Ich weiß, man kann glaube ich ein Lagerfeuer bauen. Das habe ich oft gesehen, aber. Mache ich es richtig? Ja, diesmal ist richtig gemacht. Ach verdammt. Ach verdammt, jetzt muss ich das blöde Ding drücken. Oh, da. Nein! Was machst du? Oh, bist du doof? Also wirklich. Immer diese Inkompetenzen hier. So, dann gehen wir mal zu. Ja. Also, da kamen wir her, da waren wir und in die Richtung haben wir erstmal.
Gut, ich denke, wenn wir da angekommen sind und ich ein Feuer habe, ist das vielleicht schon schimmelig, aber gut. Hält anscheinend nicht sehr lange hier alles. Aber damit müssen wir wohl leben. Aber ich finde es halt gut, dass man das Schiff dann verbessern kann. Später machst du dann ein richtig großes Floßboot draus und wir ein bisschen wie bei Raft, so habe ich das so mitbekommen. Und dann kannst du da dein ganzes Zeug drauf lagern, das finde ich eigentlich ganz geil. Weil selber auf den Inseln kann man nicht bauen. Das geht leider nicht. Aber das macht ja auch nichts. Das macht ja auch nichts. Ach, seht ihr, ich habe immer noch die Tassenbelegung für die Screenshots mal merken. Nein, jetzt kann ich keinen Screenshot machen, verdammte. Egal. Mach ich später dann. So. Denn ja, wie immer sind der Großen da? Würde ich glatt sagen. Boah, das dauert. Wir brauchen definitiv einen Motor oder irgendwas, um das Ding schneller zu machen. Aber ich glaube, Motor gibt es hier auch nicht. Vielleicht ein Segel oder sowas, aber ein Motor wird es hier so nicht geben. Und tauchen kann man leider auch nicht. Aber gut. Man muss ja nicht alle tauchen. Oh. Hä? Ach so, ich dachte, die gerade tot umgefallen, ja, da werden schlafen die nur. Okay, die sind schon etwas. Hoppala. Das Boot kaputt ging. Oh. Guckt euch das Boot mal an, Leute. Sieht das nur so aus, oder sieht das hier kaputt aus, oder? Ich glaube, das kann auch im Arsch gehen. Das sieht zumindest sehr irgendwie ramponiert aus. Das war für nicht so. Ich glaube, den. Oh, das. Also, die lassen wir erstmal in Ruhe. Ich glaube, mit denen gibt es echt Stress. Ah, Essen. Brauchen wir wieder Energie und Ausdauer. Und wir brauchen ein Feuer. Ah, ein Stock. Vielleicht bringt der uns da weiter. Stock, ein dünnes Stück Holz. Die Grundlage für jeden Überlebenskünstler. Das steht definitiv. Feuer, Grasmast, Feuer. Ah. Schleichen, was? Ach, hier. Nee. Ach so, kann ich schleichen, ja. So Leute, wir können Feuer bauen, bevor unser Essen hier uns komplett durch den Arsch schimmelt hier. Was ist das? Waffen? Holzspeer? Nee, erstmal Stein. Oh, jetzt brauche ich mal Steine. Steine. Ah, auch damit. So, Steine, aber da, das ist ein Stein. So, und, oh, ich finde die so nah an den Dingern oder nicht, glaube ich, sind nicht nett. Da haben wir auch noch einen Stein. So, da die gerade schlafen, lassen wir sie mal in Ruhe und weit weg von denen. Und dann bauen wir schnell unser Feuerchen und dann, ja, super. So, vielleicht lieber hier. Oder doch da. Ja, hier ist schön. Mit guter Aufsicht aufs Meer. Aufsicht oder? Nicht Aufsicht gesagt, oder? Ich meine eigentlich Aufsicht. Egal. So, was können wir jetzt drauf machen? Das verschimmelt das erste weg hier. Oh Gott, das ist beides. Dann machen wir das kleine Stück erstmal ran. Ja, das Schlechte hatten wir doch schon. Weg damit. So, das dauert jetzt. Wie lange dauert das? Ach, da geht es um den Balken runter. Dann wird das. So gut. Dann gucken wir uns mal die Insel an. Was? Ich sehe das nicht. Okay, das wäre jetzt eh zu schnell zum Lesen gewesen. Ich bin nicht so der krass Schnellleser, sag ich gleich dazu. Also ich kann auch Spiele vom Tod nicht leiden, wo der Text so mit schnell durch die Gegend rennt und du nicht hinterher kommst. Da kriege ich total einen Ausraster bei sowas. Kann ich den Tod nicht leiden. Das mag ich generell als Spieler, die deutsch vertont sind, am liebsten. So wie das neue Cyberpunk 2077, das ich übrigens auch hier aufnehmen werde. Wenn es dann rauskommt, kann ich euch schon mal versichern, das Spiel kommt definitiv auf meinen Kanal zum Release. So, Seesplitter, rätselhafte Kristallfragmente,
die auf dem Archipel verstreut sind und reagieren in der Gegenwart von Schreinen. Keine Ahnung, ob das eine Art Währung ist. Keine Ahnung. Oh Gott, was machen die? Das klingt echt pervers. Ein paar Ausrufe könnt ihr euch aufheben für später. So. Übrigens ist das Spiel auch, glaube ich, ein Woke-like. Was? Knochenpfeile. Sie mögen brüchig sein, aber Knochenpfeile können selbst dicke Häute durchdringen. Ah. Das ist ein Roguelike, also das heißt, die Levels sind immer, wenn ihr das Spiel neu startet oder so, verändern die sich. Also die sind immer anders als prozentual regeneriert. Also sag mal, krieg ich doch mal hin, Leute. Prozentual regeneriert. Nee, generiert, meine Güte. Regeneriert, ich hab's heute aber auch. Prozentual regeneriert. Ich will schon wieder machen, oder? Das gibt's doch nicht. Ich werde doch dieses Wort hinkriegen. Prozentual generiert. Jetzt habe ich's. Stopp! Schwein! Du Schwein! So. Noch mehr fressen. Oh Gott, die Großen sind wach da unten. Oh Gott, ich sollte mir eine Waffe oder irgendwas bauen. Kann ich irgendwas? Ich glaube, Seile haben wir jetzt genug, ne? Ein Holzspeer. Ja. Gut, das Essen hier. So, der nächste. Den Fisch schnell. So. Ah, sehr schön. So. Jetzt mal was essen, würde ich sagen. Was haben wir hier? Koji-Beere. Rohes, kleines, gebratenes Fleischstück. Oh, das bringt uns wieder Energie. Sehr schön. Und dann noch ein rohes Stück. Gut. Dann gucken wir. Da hocken die ja schon wieder. Aber gerade da wollte ich jetzt hin. Ja, das finde ich jetzt nicht so schön. Aber dann gucken wir uns mal die. Hoppus ab da. Ich sehe gerade meine Ausdauer. Da hat man ja so einen gelben Helmbalken und so einen etwas dunkleren. Und der helle geht dann runter. Aber wenn er zu weit unten ist, dann geht die dunkle Leiste runter. Die dauert eine ganze Weile, bis sie sich wieder regeneriert. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. So, hier kriegen wir bestimmt den zweiten Schlüssel. Was ist das? Oh, Grab. Oh. Es fehlt uns zum Grabwerkzeug zu besorgen. Knochen, Donnerkro. Oh je. Ich ahne, was wir dafür brauchen. Donnerkreuz. Wird das das Vieh da sein, ne? Ah, oh, das wird bestimmt dieses Vieh sein. Messer? Nee. Gut. Dann gehen wir mal in der Zeit, bis unser Fisch fertig ist, mal hier hoch und holen uns mal den. Ja, keine Ahnung, was es ist, was wir uns da holen, aber. Irgendwas holen wir uns hier. Aber solange es keine Geschlechtskrankheit ist, ist ja alles gut. So, mal schauen. Sehr schön. Wir haben den zweiten Schlüssel, meine Lieben. Wir haben ihn. Ich überlege bloß, wie lange ich jetzt noch mache. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon über 20 Minuten aufgenommen. Ich will es nicht zu lang machen. Ja, ich dachte, ich habe mich gerade wieder das Bein brechen sehen. Oder was man sich halt brechen kann. Ich habe da echt so ein Talent für. So dickes Gras brauchten wir noch. Und da muss ich mal gucken, wie ich an diese Hörner komme. Was sind das da hinten? Flamme? Vulkan? Interessant. Auf jeden Fall, wie hat es ein Roguelike? Die Level kommt immer wieder anders, soweit ich weiß. Und das sieht irgendwie auch ganz anders aus, als ich angefangen habe. Also das habe ich schon mal mitgekriegt, dass es auch sehr anders aussieht.
war ja bis zur zweiten Insel, war ich ja dann quasi. Das wäre quasi die hier. Bis dahin habe ich gespielt gehabt und mir das mal angeguckt, kurz durchgerannt. Jetzt nicht sehr gründlich, einfach nochmal kurz geguckt, so ein bisschen die Steuerung schon mal verinnerlicht. Und da sah alles anders aus, dementsprechend. Da gab es dann auch schon einen besseren Speer übrigens. Da habe ich einen guten Speer gefunden, den habe ich hinterher nicht. Ich weiß nämlich nicht, wie es mit zweien ist. Da war letztens noch nur einer, jetzt sind zwei von den großen, glaube ich, da. Ich weiß nicht, ob wie es ist, sich mit denen anzulegen. Na, mal gucken wir mal. Ich glaube, wir müssen das machen. Wir brauchen. Oh, jetzt geht noch zum Feuer, wo ich. Meine. Nee. Finde ich nicht schön, Leute. Finde ich nicht schön, das, was die da machen. Wir müssen die wegkriegen. Kann man. Sollten wir einen zweiten Speer machen? Geht die. Stöcker, wie haben wir denn davon? Einen Stock haben wir nur noch. Tja. Knochenspeer hatten wir, aber Leder brauchen wir. Leder, aber Leder kriegen wir doch aus dem Wildschwein raus. So, da kommen wir auch noch was raus. Ach, das waren nur Federn. Stimmt. Egal. So, hier hätten wir halt abgeguckt. Oh. Hopelos ab. Oh je. Ich gehe nicht von aus, dass der Fried fertig ist. Aber er trennt sich von dem anderen. Das ist unsere Chance. Oh. Oh oh. Gebratener Fisch, ein kleiner am Feuer gebratener Fisch. Eine ausgewogene Mahlzeit, die eine kleine Menge Gesundheit und Ausdauer wiederherstellt und den Hunger etwas stillt. Oje. Oje. Oje, oje. Der sieht irgendwie recht angepisst aus. Au. Alter, ja, fliege ich aber auch ordentlich. Eieieiei. Genau, hau ab. Schön, schön dann noch. Oh, jetzt kommt er wieder, oder? Nee. Doch. Oh, Mann. Irgendwas. Ach, Schleuder. Grasschleuder. Eine einfache Schleuder aus geflochtenem Gras. Zwar nicht die raffinierteste Fernkampfwaffe, aber sie erfüllt ihren Zweck. Ich hoffe doch. So wie es Munition, da brauche ich wahrscheinlich. Wie geht denn das? Ah, da. Ah, okay. Jetzt brauche ich aber Steine, ne? Als Munition. Okay. Das ist der richtige. Oh Gott. Also bei den Tempo, das kannst du knicken. Ah. Ich möchte nicht Bilder am Wickel haben. Du Monster! Du Mörder! Hau ab! Oh Gott! Jetzt habe ich auch noch Bäder am Arsch. Oh, ich kann mich nicht heilen. Oh. Oh Mann, ich das gewusst hätte. Gut, Leute, wir vergessen das mit dem Knochenspeer und mit dem Dings. Ich glaube, das. Obwohl, warte mal mit dem. Kann ich ins Wasser schwimmen, ohne mir die Beine zu. Versuchen wir es mal. Ich hoffe, das ist tief genug. Und tief genug, ja. Achso, du verlierst auch Ausdauer, wenn du im Wasser schwimmst. Ich glaube, du kannst also auch nicht ewig schwimmen. Gut zu wissen. So, wo war noch hier ein Haufen Wildschweine? Wo sind die eigentlich alle hin? Ach, da oben. Gut, ich habe mich da gerade dafür entschieden. Ich werde da ein paar Wildschweine töten.
Oh, Schweinejagd. Mal klappt. Jetzt aber ganz schnell. Ich brauche Leder und ich brauche Fleisch. Oh. Ist die Haut ist Leder oder nicht? Was ist das? Wummst du aus? Geh wieder an. So, haben wir jetzt nicht mehr? Oh, mehr hatten wir nicht. Ah, der schon wieder, hau ab. So. Können wir jetzt einen Speer bauen? Nee, können wir nämlich nicht. Ah, braucht die Donnerkrone da von dem Viech. Das ist die Donnerkrone. Ich bin mir relativ sicher, dass der das ist, weil der hat so einen riesen Horn da drauf, das wird sein, aber. Ach, egal. Das sind die guten Bären schnell da. Schnell, schnell. Ah! Weg hier, weg hier, weg hier. Das ist aber auch ein Nachtrang, die Sau. So, okay. Dann verlasse ich mal vorzeitig diese schöne, wundervolle Insel. Das ist mir doch ein wenig zu gefährlich. Und dann gehen wir mal. Kann man eigentlich. Ah. Gut, man kann schon mal jederzeit speichern, das ist schon mal sehr gut, meine Lieben. Denn ich würde die Folge langsam beenden wollen, erstmal. Das war erstmal nur der Anfang und mal gucken. Und ich würde sagen, ja, wir machen in der nächsten Folge weiter. Die haben wir ja jetzt fertig. Da wird da hinten wahrscheinlich das dritte Ding sein. Ja, machen wir so. Gut, meine Lieben, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, für eure Zeit. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Montag, eine schöne Restwoche. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder bei Windbound. Macht's gut, bis dann.